Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde unseres Kingdom Come Deliverance Let's Plays. Was geht? Wir reiten mal wieder in Richtung Schmiede. Und ich glaube, ich bin zu früh abgebogen. Wobei, ich glaube, ich komme auch hier durch. Zu schnell. Ja. Weil wir müssen jetzt hierher. Und du bist Rapote. Oh, gern gefälligst, wie man reitet. Bist du zufällig Rapote? Mhm. Wie bitte? Kennen wir uns? Nein, aber genau das möchte ich ändern. Tja, hab aber gerade keine Zeit. Ich gehe dann mal. Es dauert nur einen Augenblick. Na gut, was willst du von mir? Ich weiß, dass du Florian beobachtest und an der Entführung des Zuber-Mädchens beteiligt warst. Und auch, wieso du all das tust. Scheint, als wären Ausflüchte zwecklos. Na, stimmt. Gut erkannt. Und jetzt sag mir, wo die Werkstatt ist. Sicher, sicher. Das wäre wohl das Beste. Also? Ja, reden wir ein anderes Mal drüber. Schnapp ihn dir! Hey! Ja? Bist du nun bereit und jetzt? Zu reden? Ja, bin ich. Nur bitte, tu mir nichts. Was willst du von mir? Besser ist. Sag mir, wo die Werkstatt ist. Keine Bange. Dein Herr und Meister wird dich nicht für deinen Verrat bestrafen. Ihr habt beide bald ganz andere Sorgen. In den Skalitzer Minen. Das ist nicht gerade sehr konkret. Auf der Ostseite des Hügels ist ein verlassener Minenschacht. Nun, er war einmal verlassen. Jetzt befindet sich ein kleines Lager davor und die Werkstatt darin. I see. Wer ist dein Herr? Herr Jeschek von Ronau. So nennt er sich, obwohl es Burg Ronau eigentlich nicht mehr gibt. Aha. Was geschah mit der Burg? Ronau gehörte einst Winzer, Graf von Lichtenburg. Das mit dem Kupfer habe ich jetzt verkackt. Nach seinem Tod ging sie an Markgraf Jobst, der sie schleifen ließ. Er wusste, dass Vinzenz Vasallen sich widersetzen würden. Wieso? Jeder weiß, dass der König nach dem Tod eines kinderlosen Grafen mit dessen Burg tun kann, was ihm beliebt. Aber Vinzenz hatte Erben. Ronau fiel nur dem Markgrafen zu, weil der sie alle für unrechtmäßig erklärte. Alles nur, weil Vinzenz nicht für ihn gegen Herrn Prokop kämpfen wollte. Herr Jeschek führte eine Revolte aus Vasallen an, doch Jobst kesselte sie ein. Nur Herr Jeschek entkam. Seitdem ist er die Geißel der Region. I see. Wer bist du eigentlich? Man nennt mich Rapota. Ich war früher der Handlanger des Henkers in Brünn. Und wie bist du in Herrn Jescheks Dienst gelangt? Ich half ihm aus dem Kerker zu entkommen. Wenn ich jemandem diene, dann lieber Herrn Jeschek als den Henker. Der Schwager des Giganten zu sein, ist gewiss sehr viel ehrbarer. Ich dachte, wenn sich die Dinge irgendwann beruhigen, bekommt er vielleicht Ronau zurück und stellt mich in seinen Dienst. Nun, nach dieser kleinen Eskapade kannst du das vergessen. Du kannst froh sein, wenn du nicht am Galgen endest. Das spielt keine Rolle mehr. Ich habe ihn hintergangen. Für wen arbeitet Herr Jeschek? Erzähl mir nicht, er hat sich das mit dem Fälschen selbst ausgedacht. Solche Dinge weiß ich nicht. Nur, dass Herr Jeschek mit ein paar Herren gesprochen hat. Mit welchen? Wir waren auf dem Kloster, zu Gast. Aber ich schlief auf dem Heuboden und habe nichts gehört. Abgesehen davon? Im Lager tauchte bisweilen ein ungarischer Adliger auf. Aber ich weiß nicht, was er dort tat oder wer er war. Okay. Ich denke, ich habe genug gehört. Kann ich dich etwas fragen? Ja? Ich möchte nicht hängen. Das ist so grausam. Bitte töte mich hier und jetzt. Du willst einen ehrbaren Tod? Oh nein. Ich bringe dich in den Kerker und als Fälscher wird dir die härteste Strafe zuteil. Du wirst noch um den Galgen betteln. Okay, das ist
dann doch böser gewesen als gedacht. Viel Spaß! Jo, werter Herr Wächter, lassen Sie mich mal vorbei. Gut, dann haben wir doch jetzt im Endeffekt da soweit alles gemacht. Jetzt muss ich Ulrich um Hilfe bitten und dann gehen wir zusammen in die Mine. Eine Mine. Zack. Ali, hallo, Katanka. Ach ja, mit Köter war das jetzt um einiges angenehmer. Dann gehen wir jetzt zum guten Ulrich Ulrichsson, weil der gute Ulrich, der hilft mir schon. Das wird doch eine richtig tolle Sache, weil der hat den Job, da richtig auf die Kacke zu hauen. Zack. Uli! Komm ran! Ich weiß endlich, wo sich die Fälscherwerkstatt befindet. Hä? Meister Pfeiffer hatte recht. Die Fälscher halten sich in der Rohstoffquelle auf. Ihre Werkstatt ist in den Minen. Der Eingang ist auf der Ostseite eines Hügels. Ich weiß nicht, was mich dort erwartet. Daher hole ich lieber Verstärkung. Ich helfe mit Freuden. Nach dir. Chillig. Let's go. Raus in die Pampa. Hallo Ulrich. Was geht bei dich? Okay, du rennst vor wie ein Bekloppter. Da wir wieder was getan haben, speichere ich hier den Spaß mal lieber. Ja, brauchst dein Schwert doch jetzt noch nicht zu ziehen. Ist doch alles noch tutti. Musste ich zum Schluss, glaube ich, auch umbringen, wenn ich da nicht falsch lieg. Also war schön, mit dir hier gekämpft zu haben. Ich könnte schon fast sagen, gedient zu haben. Wir kämpfen jetzt Seite an Seite. Euer Freu, Ulrich, du alter Uli Nator. Was hast du hier zu suchen? Lebensmüll. Was war das denn? Ich schlag. Langt Alarm! Seid vorsichtig! Laser! Okay, schack dich in Stück. Komm ran. Komm schon. Oh, falsch. Was nennst du Kämpfer? Hey! Schlagt Alarm! Seid vorsichtig! Es war ein Fehler, dich mit mir anzulegen. Hä? Was haben wir denn da? Ulrich, Mensch, noch nicht! Vorzüglich! Wo ist dein Mut? Ulrich, du Idiot! Nicht! Oh, muss ich mich jetzt echt mit dir kloppen? Also habe ich den auch schon abgemurkst. Super. Okay. Das ist jetzt halt scheiße, ne? Ulrich, Mensch. Was bist du denn auf mich losgegangen? Hier rumgezappelt wie so ein Fisch auf dem Trockenen. Er lebt noch. Nicht mehr. Ja, gut. Tut mir leid für dich. Ist aber halb so wild. Ich gönn mir mal den Truhen und einen Türschlüssel.
Weil ich, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, ich hätte den eh umlegen müssen. Ist hier jetzt noch einer? Hier ist doch einer vorhin weggerannt. Hallo? Na gut. Wenn ich hier schon keinen sehe. Ich meine, ich könnte ja theoretisch jetzt auch den Spielstand nochmal laden und den Ulrich da nochmal Riot gehen lassen. Aber mache ich jetzt mal nicht. Ich gehe hier jetzt in die Mine. Eine Mine. Okay. Hol mal bitte die Fackel raus. Und zieh das Schwert. Das wird ja sonst nichts. Hm. Wir gehen mal erst hier lang. Finde die Werkstatt der Fälscher. Sehr schön. Jetzt bin ich auch neu, hä? Was willst du denn hier? Und wer bist du? Ich bin im Namen des königlichen Hauptmanns Herr Ratzig Kobilla hier. Ratzig Kobilla, des Königs Hauptmann. Verstehe. Ich bin hier, um dich zu verhaften. Oh, was du nicht sagst. Und doch kommst du allein? Ha! Sehr mutig von dir, Bürschchen. Ich mache euch alle platt. Ach, es sind sogar schon Könige ohne Armee entthront worden. Jetzt bin ich also König. Und du willst mich entthronen? Wer hat mich eigentlich verraten? Was spielt das noch für eine Rolle? Glaubst du, ich bekomme nicht die Chance, es ihnen heimzuzahlen? Nö. Ich hoffe, du erwartest nicht, dass ich wie ein Lämpchen zur Schlachtbank mitkomme. Und wo genau willst du hin? Irgendwohin. Überall wäre es besser als in Kobilas Kerker. Wirklich? Also nach Mähren kannst du nicht. Der Markgraf ist hinter dir her. Und Böhmen? Die Könige mögen sich ändern, aber die Münzen bleiben, mein Freund. Was meinst du damit? Wer auch immer König wird, kann nicht zulassen, dass jemand Geld fälscht. Denkst du, ich mach das allein? Nein. Aber wenn im Land wieder Ruhe einkehrt und die Verschwörung gänzlich aufgeklärt ist, werden sie dich nur allzu gern zum Sündenbock erklären. Fälschern wird keine Gnade zuteilen. Wie auch immer. Kobilla würde mich so oder so am höchsten Baum aufknüpfen. Kann sein. Ja. Du bist ein schlauer Fuchs und ich bin mir sicher, dass du ihm etwas anzubieten hast. Na, so schlau ist er auch wieder nicht. Entweder ergibst du dich und setzt auf einen Handel mit ihm, oder du bist den Rest deines Lebens auf der Flucht. Ein Handel mit Ratzig? Man sagt, er sei ein kluger Mann. Wenn du dich fügst, hast du eine Chance. Also gut. Ich begebe mich geradewegs in die Höhle des Löwen. Gehen wir. Meister Pfäfer brennt sicher viele Fragen auf der Zunge. Ahaha. Nice. Ich glaube, wenn Ding noch am Start gewesen wäre. Sehr gute Arbeit, Heinrich. Hab Dank, Meister Pfäfer. Es war wahrlich nicht leicht. Ich nehme ein paar Männer und untersuche dort alles. Und was soll ich tun? Du solltest dich ausruhen und dann nach Hatay reisen. In der Zwischenzeit wird Herr Ratzig diesen Bastard verhören. Vielleicht erfährt er hier etwas Nützliches. Na gut. Dann sehen wir uns in Hatay. Tatsächlich habe ich so noch nie gespielt, weil nämlich der andere, wenn der lebend mit reinkommt, dann bringt der den um. Beziehungsweise besteht darauf, den umzubringen. Und ich glaube, dann kann man ihn auch nicht saven. Äußerst interessant. Wo ist jetzt mein Questpunkt? In Ratay? Ja, Tatsache. Ja, dann. Warum eigentlich nicht?
Wir können jetzt nach Ratai. Wir haben nichts anderes mehr offen, glaube ich. Ah, wir müssen auch noch hier alle. Ja, Maskerade, fragt Fritz, wie die Dinge mit Andreas im Wirt stehen. Ja, das ist noch egal und das ist auch wurscht. Necronomicon, das ist noch Zukunftsgeschichte. Aber das können wir auch mal offen lassen. Da haben wir sogar einen Schnellreisepunkt. Ja, dann reisen wir hier jetzt zuerst hin. Das ziehen wir jetzt mal noch durch. Hier den Weg. Aber mega cool. Wie gesagt, ich hatte den noch nie verhaftet. Ich habe es bisher immer so durchgespielt, dass man den umgebracht hat. Da bin ich jetzt gespannt. Hinterhalt. Das geht ganz schnell. Wo? Ich schlachte dich ab! Oh. Oh. Leck mich doch! Au! Auf ihn! Ja, komm, also jetzt habe ich dem doch aber schon richtig gegeben gehabt. Wie viel will der denn aushalten? Geht doch. Und Zwirbel. Nix, lieber Gott, durch deinen Kopf. So. Der Hammer gegen den Schädel hat richtig wehgetan. Oh. Bist du eventuell besser als meiner? Nehmen wir mal mit. Passt. Auch. Jo. Auch wenn ich nicht der beste Bogenschütze bin, also mit mehr Power, da sehe ich uns doch. So, wie sieht's bei dir aus? Bist du irgendwie was? Was bist du denn? Hm. Okay, passt. Dann geht's doch weiter. Wir wollten hier hin. Lahmer Hinterhalt. Richtig, richtig lahm. Noch einer. Schlacht beobachten. Oha. Dir wisch ich mir den Arsch ab. Nimm das! Bin ich jetzt gegen alle? Hast weiche Knie bekommen, was? Wo ist der Rest? Machst du's? Schade. Trainingsobjekte schon alle tot. Banditen. Kumanen. Also bei den Kumanen check ich jetzt auch mal. Haben die Ohren? Zum Einsammeln. Ja. Aber theoretisch ein bisschen Speck. Was gut für Köter. Kann er sich gleich gönnen. Du bist ein Bandit, dann check ich dich mal noch kurz. Oh ne, das ist ein Wächter.
Ein Tarnberger Wächter. I see. Okay. Auch ein Tarnberger Wächter. Die wurden hier alle abgeschlachtet und die Banditen haben sich dann anscheinend mit den anderen Dudes gekebbelt. Zumindest macht so den Anschein. Naja, gut. Ich brauche keine Kohle mehr. Aber was ich jetzt brauche, ist erstmal hier so einen schönen Stopp in der Taverne. Und bevor ich da jetzt hier wieder die Schnellreise raussuche, laufe ich da schnell hin. Weil die ist ja gerade da vorne ums Eck. Ich hätte auch tatsächlich meinen Gaul noch rufen können. Das ist doch noch ein bisschen weiter als gedacht. Weil hier ist erst das Gebäude. Okay, aber ich würde an der Stelle einfach mal behaupten, wir haben jetzt genug für diese Runde. Meine Ausdauer ist fast unten. Und ja, vielen, vielen lieben Dank, Leute, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, lasst ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach das nächste Mal. Euch noch einen wunderschönen restlichen Tag. Haut rein und see ya.